Herzlich willkommen zum Teil 18 meines Informationsdienstes Leben ohne Krankheit. Heute geht es nach der Beantwortung einiger Fragen der Gesunden, wie sie nicht krank werden, das war in den vergangenen Teilen, um die Beantwortung der Frage der Kranken, krank mit dem Ziel gesund zu werden, wie geht das? Das ist also unsere Frage. Ich persönlich sehe die Beantwortung der Frage dieser zweiten Gruppe als viel schwieriger an als die Beantwortung der Frage 1, als es um Gesunde ging, die nicht krank werden wollten. Die Gesunden können mit gesundem Menschenverstand und der Erfahrung der Vorfahren gut zurechtkommen. Für Kranke, die gesund werden wollen, kommt das Problem der Positionierung der medizinischen Fachleute hinzu. Die medizinischen Fachleute, unsere Ärzte, unterliegen nämlich bestimmten Zwängen, die uns ein zusätzliches Problem bereiten. Diese Zwänge sind Vorgaben der Verwaltung von Krankenhäusern, Positionierungen der Arbeitgeber und des Gesundheitssystems in Deutschland auf Profit, Vorgaben der Berufsverbände, das sind Verbände der Fachdisziplin, Bindungen an Leitlinien des medizinischen Handels durch medizinische Verbände. Das sind Orientierungen der Pharmakonzerne auf das Handeln. Das sind Begrenzungen der universitären Ausbildung. Das sind Begrenzungen aus mangelnder fachlicher Weiterbildung. Da ist das Problem der Orientierung und Begrenzung auf Leistungskataloge der Krankenkassen. Das gilt für gesetzliche Krankenkassen und für private Krankenkassen. Und als Begrenzung sehe ich auch den Zustand unseres Gesundheitswesens, der durch den Staat zur Orientierung auf medizinisches Handeln entsprechend bestimmter Budgets gerichtet ist. Diese hier angegebenen Gründe sind nur eine Auswahl. Ich könnte bei mehr Zeit diese Liste noch verlängern. Denken Sie nur daran, dass ich das Wissen, und damit meine ich das weltweit verfügbare medizinische Wissen, dass sich das alle 5 Jahre verdoppelt. Das ansteigende Wissen widerspiegelt sich in den Leistungskatalogen der gesetzlichen und privaten Krankenkassen quasi überhaupt nicht. Ich erinnere Sie, dass die Leistungskataloge der privaten und gesetzlichen Krankenkasse ca. 1985 festgelegt wurden und seitdem quasi nicht entsprechend des Wissens erweitert oder aktualisiert wurden. Das bedeutet, dass wir seitdem alle 5 Jahre eine Halbierung der verfügbaren Leistung respektive dem verfügbaren Wissen registrieren müssen. Schon 1990, also 5 Jahre nach 1985, hatten wir nur noch 50% des weltweit verfügbaren Wissens über die Krankenkassensysteme für uns zur Verfügung. Wenn Sie das weiter verfolgen und ausrechnen, so liegen wir heute im Jahre 2015 bei einem Anteil von deutlich weniger als 1,6% des Wissens, was Patienten als medizinische Leistung geboten wird. Und hier spreche ich nur von der Quantität. Bedenken Sie, was das qualitativ bedeutet. Stellen Sie sich nur vor, dass es für die komplette Zerstörung der Krebszellen Methoden gibt, die entweder auf der Basis der Strahlenchirurgie oder auf der Basis von der Naturheilkunde funktionieren. Diese modernen Vorgehen garantieren nicht nur die Zerstörung des Krebses, sondern bieten aufgrund der Nebenwirkungsfreiheit eine ausgezeichnete Lebensperspektive für den Krebserkrankten. Das kann von den herkömmlichen Verfahren der Operation, konventioneller Strahlentherapie oder insbesondere bei Chemotherapie nicht erreicht werden. Deren Konzepte haben versagt und sind veraltet. Diese drei letztgenannten Verfahren sind jedoch Bestandteile der bestehenden und jetzt noch gültigen Leistungskataloge. Ähnliche Verhältnisse bestehen auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionen und bei Schmerzen im Bewegungs- und Stützapparat. Beispiele zu nennen will ich mir ersparen. Ich denke, dass Sie die bestehenden Defizite bei eigenen Erkrankungen erleiden mussten und genügend Erinnerungsvermögen haben. Und das alles ist nur ein Aspekt. Lassen Sie mich einige weitere Aspekte anhand der Beantwortung konkreter Fragen abarbeiten.
So ist es auch gelungen für die Gruppe 1 der Gesunden, die nicht krank werden wollen. Und so möchten wir es auch hier tun. In den beiden vergangenen Informationsdiensten, Teil 16 und Teil 17, ist es uns schon gelungen und wir wollen es hier auch so handhaben. Also versuchen wir es mit Fragen. Erstens, erste Frage. Welche Therapieverfahren sollte ich für mich nutzen? Auf der Basis guter Informationen gibt es immer die Möglichkeit, die Verfahren zu wählen, die keine riesigen Gefahren und Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Solche Verfahren haben meistens eine höhere Effektivität als die herkömmlichen Verfahren mit riesigen Gefahren und Folgeerkrankungen. Sie sind sogar oft preiswerter. Deshalb sind sie den herkömmlichen unbedenklich vorzuziehen. Die herkömmlichen Verfahren sind dann immer noch möglich, wenn diese neuen Verfahren nicht zum Erfolg führen. Zweite Frage. Zweitens. Wie kann ich mich bei meinen individuellen medizinischen Problemen optimal beraten lassen? Antwort. Nutzen Sie immer weitere Möglichkeiten zu sogenannten Zweitmeinungen. Lassen Sie sich dabei immer in verständlicher Form das empfohlene therapeutische Vorgehen erklären. Wenn Sie sich dann immer noch unsicher sind, holen Sie sich eine dritte Meinung. Über Dr. Ulrichs Infodienst lässt sich eine Zweitmeinung einfach organisieren. Dritte Frage. Drittens. Welchem Fachgebiet vertraue ich mich an? Antwort. Verdeutlichen Sie sich bitte, dass Sie mit der Wahl des Fachgebietes schon eine Vorauswahl getroffen haben, die eventuell verhindert, dass Sie optimal behandelt werden. Ein Chirurg operiert nur, ein Radioonkologe bestrahlt nur, ein Onkologe verordnet nur Chemotherapie. Und so schauen die Vertreter der Fachdisziplinen meistens leider nicht auf die Bedürfnisse des Patienten, also auf ihre, sondern nur auf deren Möglichkeiten und verharren mit ihrem Angebot in den Grenzen ihres Fachgebietes. Wie positioniere ich mich bei Angeboten außerhalb der Leistungskataloge von Krankenkassen? Antwort. Denken Sie zumindest erst einmal daran, dass Sie zu mehr als 98% Wahrscheinlichkeit das Optimum für Ihre Behandlung außerhalb des Leistungskataloges bekommen. Um genau zu prüfen, ob das Ihnen vorliegende Angebot für Sie optimal ist, müssen Sie sich im Vorfeld umfassend informiert haben. Eigenes, verfügbares Wissen ist unerlässlich. Hier zeigt sich der Wert eines solchen Informationsdienstes, wie es Ihnen hier geboten wird. Im Rahmen des Informationsdienstes von Dr. Ulrich gibt es bestimmt die Möglichkeit des Zugangs zu optimaler Beratung, der weder profitorientiert noch an Leitlinien gebunden ist. Fünfte Frage. Fünftens. Wie erfahre ich von für mich geeigneten Behandlungsmethoden, die effektiv sind und Risiken, Gefahren und Folgeerkrankungen vermeiden? Antwort. Hier bleibt Ihnen auch nichts anderes übrig, als Ihr Wissen ständig auf dem neuesten Stand zu halten. Sind Sie medizinische Fachkraft oder einfach nur medizinischer Laie, bleibt Ihnen die Pflicht zu kontinuierlicher Weiterbildung nicht erspart. Informationsdienste gibt es genug. Es steht nur die Frage nach deren Eignung für Sie. Dr. Ulrichs Informationsdienst Leben ohne Krankheit hat sich zum Ziel gesetzt, mit Informationen Ihr Wissen zu mehren. Sie müssen es nur aufnehmen. Sechste Frage. Sechstens, warum finden wir die neuen Methoden nicht in den verfügbaren Leistungskatalogen unserer Kassenmedizin? Um diese Frage umfassend zu beantworten, müsste ich eigentlich ein Buch schreiben. Die Hintergründe sind so vielfältig und durch die Orientierung auf Profit fest etabliert in unserer Gesellschaft. Es besteht nur wenig Aussicht, durch eine Veröffentlichung eines Buches Veränderung zu erwarten. Deshalb rechnen Sie von keiner Seite mit einer Änderung der Verhältnisse in absehbarer Zeit. Die mächtigen Kräfte können offensichtlich noch lange Zeit die unannehmbaren Verhältnisse unseres Gesundheitssystems verteidigen, um ihren Profit zu sichern. Das ist deren Ziel, es geht um Milliarden.
Fragen Sie also nicht nach dem Warum, sondern sorgen sich darum, ein Leben ohne Krankheit auch unter diesen Bedingungen für sich und Ihre Nächsten zu sichern. Siebente Frage, siebentens. Warum habe ich persönlich nichts von medizinischen Leitlinien? Die Beantwortung dieser Frage kann unter verschiedenen Aspekten erfolgen. Der Mensch als Individuum entspricht in keiner Weise einer Leitlinie oder einem Standard. Deshalb können die in Leitlinien formulierten medizinischen Vorgehensweisen für den individuellen Patienten nicht und niemals optimal sein. Leitlinien werden generell von nur wenigen, ganz wenigen medizinischen Fachleuten einer Berufsgruppe, Fachdisziplin also, formuliert. Es handelt sich meistens um Universitätsprofessoren in der Funktion von Verbandsvorsitzenden. Diese Fachleute folgen bestimmten Interessen, die nicht konform sind zu ihrem individuellen Interesse. Sie wollen nicht vordergründig ihre Krankheit überwinden und besiegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wollen das die professoralen Funktionäre der Medizin nicht. Eher sind die Interessen der Mächtigen orientiert auf Karriere, wissenschaftliche Profilierung, monetäres Einkommen und Eitelkeiten. Verfolgen Sie nur die Entwicklung der extensiven Medikamentengabe bei Patienten mit Bluthochdruck. Mit Formulierungen der Leitlinien zur Abgabe entsprechender Medikamente ab einem bestimmten Blutdruckwert hat sich das Umsatzvolumen der Pharmakonzerne für blutdrucksenkende Mittel enorm erhöht. Dabei war es nur nötig, in der Leitlinie den Wert des Blutdrucks entsprechend niedrig zu formulieren. Dementsprechend wurde viel mehr Umsatz durch viel mehr, in Anführungsstrichen, bedürftige Patienten generiert. Hier haben die Ärzte, die dieses Medikament verschreiben, zwar offiziell die Freiheit, von der Leitlinie abzuweichen, aber da sei ihnen bei der Wahrung ihres Wohlbefindens nicht zu empfehlen. Irgendwelche Zwischenfälle oder Misserfolge werden demjenigen Arzt angekreidet, der von der Leitlinie abweicht. Der getreue Arzt, der sich an Leitlinien hält, hat unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg nichts zu befürchten. Die Schlussfolgerung für Sie als Patient oder potenzieller Patient kann nur lauten, dass Sie sich einen Arzt Ihres Vertrauens suchen, der auf dem neuesten Stand des Wissens der Medizin ist und der mit Ihnen gemeinsam den optimalen Weg zu Ihrer Gesundung sucht und dabei sich nicht durch Leitlinien eingrenzen lässt. Bis dahin bleiben Sie dabei, sich auch als Laie oder Arzt in diesem Informationsdienst weiter zu informieren.